Bei der nächsten Übung geht es darum, ein Inhaltsverzeichnis so zu formatieren, dass zwischen dem Inhalt und den entsprechenden Seitenzahlen solche Punkte eingestreut sind. Das lässt sich zwar auch automatisch generieren in Word, ich zeige dir aber, wie du das ganz einfach manuell erledigen kannst. Wie du siehst, ist dieses Inhaltsverzeichnis zwar schon mit Tabulatorschlägen versehen, aber diese Seitenzahlen sind noch nicht untereinander ausgerichtet. Hierzu muss ich wiederum den rechtsbündigen Tabstopp auswählen. Erneut, indem du mehrmals hineinklickst in dieses Symbol, wählst du den gewünschten Tabstopp aus und ich klicke nun bei 14 hinein und automatisch werden die Seitenzahlen an diesem Zeichen im Lineal ausgerichtet. Wenn wir das nun noch weiter formatieren möchten, so können wir das über Format Tabstopp tun oder noch einfacher direkt ein Doppelklick auf das entsprechende Symbol. Hier werden alle im markierten Text verwendeten Tabstopps aufgelistet. Hier haben wir allerdings nur einen. Ich wähle ihn aus. 14 cm ist die Position. Und da kann ich bequem das entsprechende Füllzeichen auswählen, in diesem Fall kleine Punkte. Okay, und schon ist das erledigt.